Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finanzielle Freiheit dank Kryptowährungen mit Alex. Heute geht es um ein sehr schönes Thema und zwar darum, wie kaufe ich eigentlich Bitcoins, wo kaufe ich sie und welche Plattform ist da seriös? Ja, natürlich ist alles, was ich euch sage, immer eine eigene Interpretation, aber es gibt schon gewisse Kriterien, die ich berücksichtige, bevor ich mich für irgendetwas entscheide. Und meine Entscheidung ist generell gefallen auf den Anbieter bitcoin.de. Bitcoin.de deshalb, weil er eben in Deutschland ansässig ist und das nicht nur, weil es hier steht, sondern auch, weil ich mir das Impressum angeschaut habe, bevor ich mich hier angemeldet habe. Und mir war wichtig, dass der Anbieter aus Herford kommt, das liegt bei Bielefeld. Ich habe mir auch im Internet ein paar Google Map Views angeschaut, um zu gucken, ob es diesen Anbieter überhaupt gibt, ob er wirklich existiert oder ob es vielleicht nur eine Briefkastenfirma ist. Aber nein, diese Firma existiert tatsächlich dort. Und demnach fand ich es sehr, sehr seriös und habe mich dafür entschieden, denn es gibt ja durchaus auch Anbieter, die sitzen auf den Cayman Islands oder sonst wo und da habe ich eher so ein ungutes Gefühl. Ja, ich habe mich jetzt bereits angemeldet. Natürlich müsst ihr euch erst einmal registrieren. Die Registrierung ist wie immer relativ simpel. Ihr gebt die E-Mail-Adresse an, ein Passwort, das mindestens aus 8 Zeichen besteht, möglichst auch Zahlen und Sonderzeichen kombiniert. Und dann müsst ihr das Ganze nur noch einmal per E-Mail bestätigen. Danach seid ihr sozusagen handelfähig, allerdings noch etwas eingeschränkt. Es ist ähnlich wie bei allen anderen Handelsportalen auch. Ihr erreicht dann eine gewisse Verifizierungsstufe. Die ist zum Beispiel ganz zu Beginn, wenn ihr also nur die E-Mail-Adresse, euer Benutzername und das Passwort erstellt habt. Die kleinste Stufe, also Tier 1. Und dann könnt ihr, je nachdem wie viel ihr bereit seid, von euren Daten preiszugeben, euch immer weiter verifizieren. Die letzte Stufe wäre, dass ihr sogar per Skype mit einem der Mitarbeiter kommuniziert, damit sie sehen, dass ihr wirklich natürliche Personen seid. Wenn ihr das tut, könnt ihr hier unbegrenzt handeln. Aktuell ist das Limit auf 1.000 Euro am Tag gesetzt, reicht uns aber vollkommen aus, denn wir wissen ja, wir handeln nur mit unserem Taschengeld. Ja? Okay, also, wir schauen mal, wie das Ganze funktioniert. Es ist prinzipiell ein Marktplatz. Bitcoin ist nichts anderes oder Bitcoin.de ist nichts anderes als eine Handelsplattform, die sozusagen Verkäufer und Käufer zusammenführt und eine Art Sicherung dazwischen darstellt. Kurz gesagt, ihr wollt Bitcoin kaufen, ein anderer möchte Bitcoin verkaufen, Bitcoin.de kümmert sich um die Abwicklung. Das heißt, der Verkäufer muss Bitcoin.de dann die Bitcoins schicken, sie verwalten die so lange, bis der Verkäufer bestätigt hat, dass der Käufer sein Geld auch überwiesen hat und es beim Verkäufer angekommen ist. Heißt also Sicherheit für den Verkäufer. Seine Coins werden nur dann übertragen, wenn sie wirklich auch bezahlt wurden. Sicherheit für den Käufer, wenn er bezahlt, kriegt er dementsprechend auch sofort seine Bitcoins. Finde ich also ganz cool, das Modell. Und natürlich nimmt Bitcoin.de dafür eine kleine Gebühr, die ist aber verhältnismäßig gering. Und von daher ist es schon sehr ratsam, sich hier Bitcoins zu kaufen. Okay, ihr seht hier einmal kurz zur Übersicht. Ihr seht hier aktuellen Bitcoin-Kurs. Der richtet sich natürlich immer danach, wie er gerade steht, der Bitcoin. Wir haben jetzt am 6.7. um 11.09 Uhr das letzte Update. Jetzt sind wir es 11.11 Uhr, von daher knapp 2.300 Euro der Bitcoin. Und dann seht ihr hier jeweils die Möglichkeit, eine gewisse Anzahl einzugeben. Wenn ihr genau wisst, wie viele Bitcoins ihr haben möchtet, wir geben jetzt zum Beispiel mal 1, 2, dann seht ihr, verändert sich hier unten sofort das Suchergebnis und alle unter 2 werden aussortiert. Ja, das heißt also, ich könnte jetzt mindestens 2 Bitcoins finden oder mehr, aber nicht weniger. Da ich aber generell immer erstmal interessiert bin, was das günstigste Angebot ist, lasse ich mal alles frei und sortiere nur, dass derjenige, der mir etwas verkaufen will, mit meiner jetzigen Legitimation einverstanden ist. Ich habe euch ja gesagt, es gibt verschiedene Stufen und nicht jeder Verkäufer möchte mit jedem Käufer Geschäfte machen, weil die Verkäufer natürlich auch Angst haben, dass das schief läuft. Und demnach kann es sein, dass der Verkäufer einstellt, ich handle nur mit Leuten, die zum Beispiel schon bereit waren, ihre Adresse preiszugeben, ihren ganzen Namen preisgegeben haben oder einen Ausweis hochgeladen haben, weil die dann ein besseres Gefühl haben. Jedem das seine. Ich möchte jetzt aber ganz gerne, dass ich mit meiner Stufe, die ich jetzt habe, auch wirklich jemanden finde. Und deshalb gebe ich an, Anforderungen an mich. Ich möchte nur, dass die Verkäufer angezeigt werden, die bereit wären, mit mir Geschäfte zu machen. Okay, habe ich gemacht. Schon grenzt sich das Ganze wieder ein bisschen ein. Und zusätzlich möchte ich aber, das war unfair, aber das möchte ich, dass der Verkäufer sich schon sehr wohl identifiziert hat. Also er soll von mir möglichst wenig wissen, aber ich möchte von ihm eigentlich, dass er sich schon verifiziert hat, dass ich also sicher sein kann, dass es ihn auch wirklich gibt
und das alles im grünen Bereich ist. Deshalb drücke ich darauf. Und ihr seht, im Endeffekt habe ich jetzt hier ein Ergebnis an Möglichkeiten. Hier steht immer, aus welchem Land der Verkäufer ist. Und ich entscheide mich generell immer für Deutschland. Ja, nicht aus Nationalstolz, sondern ganz einfach deshalb, weil ich weiß, dass die Banken hier gewisse maximale Intervalle haben. Also ich weiß, wenn ich heute eine Überweisung aufgebe, ist die aller spätestens übermorgen da. Wenn mir das Geld aus Polen irgendwie zugeschickt wird oder ich es dahin schicken soll, dauert das deutlich länger. Es kann dazu führen, dass wir aufgrund der verschiedenen Sprachen irgendwie aneinander vorbeireden und all das möchte ich einfach umgehen, aber das könnt ihr selbst entscheiden. Ja, hier sehen wir also jetzt jemanden, der bereit ist, was zu verkaufen, und zwar verkauft er hier 4,2 Bitcoin. Entscheidend ist hierbei vielleicht noch, jetzt ist er weg. Ihr seht also, geht blitzschnell. Oder gehen wir mal hier auf 0,8 Bitcoin. Er verkauft, wenn wir ein Bitcoin hochrechnen würden, im Schnitt für 2.300 Euro. Da wir jetzt aber keinen ganzen Bitcoin zusammen haben, die er anbietet, sondern nur 0,8, ist der Preis dementsprechend 1.840 Euro. Ihr solltet also immer auf den Kurspreis hier gucken, weil der sagt euch im Schnitt an, wie viel dieser Bitcoin kosten würde, wenn ihr ihn als eine Einheit kaufen würdet. Ja, das ist so ähnlich wie die Kilopreisangaben bei Lebensmitteln, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt. Denn kleine Zahlen verlocken oftmals dazu, dass man falsche Entscheidungen trifft. Und hier hat man eben immer eigentlich den wesentlichen Parameter im Mittelgrund. Gut, ja, ansonsten glaube ich selbsterklärend. Hier könnt ihr noch sehen, welche Zusatzinformationen es gibt. Einige Händler haben sogenannte Expresshandeloptionen, das heißt, ihr könnt sehr, sehr schnell mit ihnen handeln, müsstet dazu aber generell bei einer Bank angemeldet sein, die nennt sich Fidor Bank. Und diese Fidor Bank ist eigentlich spezialisiert auf Kryptoaustausche. Ja. Also ihr seht auch hier die Möglichkeit, euch da zu registrieren. Ich habe es jetzt nicht gemacht, ich bin bei meiner Hausbank erst einmal und mir kommt es jetzt nicht darauf an, dass ich in Sekunden schneller handle, sondern mir kommt es eher darauf an, dass ich immer ein gutes Bauchgefühl habe. Wenn ihr ähnlich tickt, macht es genauso. Ansonsten seht ihr hier auch immer, welche Besonderheiten dieser Verkäufer hat. Ja, zum Beispiel vollständige Identifizierung, das wollte ich ja. Das erkennt ihr im grünen Schutzschild mit dem Haken. Und Expresshandel mit der Fidor Bank erkennt ihr an diesem blauen Globus. Also das müsst ihr selber entscheiden. Gut, ich glaube, damit habe ich es generell erklärt. Wenn wir jetzt was kaufen wollten, nehmen wir mal an, ich möchte das jetzt kaufen, dann klicke ich auf Kaufen, bin natürlich eingeloggt und könnte jetzt auf Jetzt kaufen klicken. Wenn ich das tue, dann würde er mir sofort ein Fenster öffnen mit einem Countdown. Ich habe ab dann, ich glaube, 24 Stunden Zeit, das Geld zu überweisen und mein Gegenüber muss spätestens nach 48 Stunden bestätigt haben, dass das Geld bei ihm eingegangen ist. Das heißt also, ich müsste jetzt auf Jetzt kaufen klicken, sehe dann ein SEPA-Mandat und kriege den Hinweis, auf dieses SEPA-Mandat dann dementsprechend das Geld zu überweisen. Ich kann jetzt schon mal ein bisschen über den Verkäufer sehen. Ich sehe, der Typ heißt Andi Bitcoin, liebe Grüße in diesem Moment an dich, mein Lieber. Du bist sehr positiv bewertet worden. Also es gab bisher 6 Transaktionen, alle waren total in Ordnung. Das heißt, ich hätte jetzt hier ein gutes Gefühl und würde jetzt nur noch auf Jetzt kaufen klicken müssen und könnte dann direkt starten. Ja? Die Überweisung steht hier auch nochmal. Wir können unter Umständen Gebühren anfallen, das liegt immer an eurem Anbieter. Bitcoin.de selbst verrechnet das dann mit dem Verkäufer. Das heißt, ihr habt da eigentlich keine hohen Kosten bei denen, aber wenn ihr etwas verkaufen wollt, müsstet ihr euch immer in den aktuellen Bedingungen mal durchlesen, wie hoch aktuell die Margen sind, die Bitcoin.de sich einbehält. Ja, verkaufen ähnlich. Ihr seht hier einfach jetzt sozusagen Menschen, die etwas kaufen möchten, sind bereit es zu kaufen, aber wollen nicht den günstigsten Preis hier zahlen, also wollen nicht pro Bitcoin einen Durchschnittspreis von 2.298 bezahlen, sondern dieser Käufer wäre lediglich bereit, einen Durchschnittspreis von 2.295 zu zahlen. Wenn ich jetzt sage, alles klar, ich bin auch bereit, das dir für diesen Durchschnittspreis zu verkaufen, dann könnte ich jetzt auf Verkaufen klicken. Ich mache es einfach mal so. Und dann könnte ich jetzt die Bitcoin-Menge eben verkaufen. Sobald ich das Verkaufen-Symbol klicke und vorher natürlich ausreichend Bitcoins hatte, würde es einbehalten werden von Bitcoin.de, das heißt, sie verschwinden auf meinem Konto und sobald der Kollege mir das Geld überwiesen hat, würde ich es irgendwann bestätigen, nachdem ich es erhalten habe und erst dann würde Bitcoin.de die Bitcoins übertragen und seinem Konto gutschreiben. Ich laufe also keine Gefahr, dass ich irgendwie kein Geld bekomme und der Käufer läuft keine Gefahr, dass ich ihn irgendwie aufs Glatteis führe, denn meine Coins werden direkt einbehalten
Und wenn ich jetzt behaupten würde, ich hätte das Geld nie bekommen, müsste ich das nachweisen. Das kann ich aber nicht, weil auf jedem Bankauszug, auf jedem Online-Bankauszug ist zu sehen, dass ich es erhalten habe. Und schon würden die Bitcoins demjenigen gutgeschrieben werden. Das heißt, es ist ein sehr sicheres Modell. Okay, das war's soweit, glaube ich. Wenn ihr noch Fragen habt, ab in die Kommentare damit. Ihr seht auch hier jeden Tag die aktuellen Charts, also ganz spannend mal zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Viele, viele Infos, die ihr hier zusätzlich bekommen könnt. Ja, ansonsten glaube ich, seid ihr mit der Seite jetzt erst einmal gut bedient. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, hier zu handeln. Kurz nochmal, ihr habt automatisch, sobald ihr euch hier registriert, eigentlich auch so eine Art Wallet hier. Das heißt, eure Bitcoins sind auch direkt hier gespeichert. Ihr müsst also keine externe Wallet produzieren, also kein externes digitales Portemonnaie, sondern ihr könnt es auch direkt auf dieser Seite belassen. Von daher auch ziemlich simpel. Also kann jeder von euch relativ schnell starten. Den Link hierzu packe ich euch in die Beschreibung. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch einen richtig geilen Tag, noch geileren Abend und bis bald. Ciao.